Hallo, willkommen hier zum Vortrag, zur Vortragsreihe über Biohacking bzw. Biomaking. Es kommen noch mehrere Redner nach mir. Ich bin jetzt hier der Erste. Mein Name ist Rüdiger Trojok. Ich bin Diplombiologe und mache Biohacking. So, was ist jetzt das Biohacking? Ich denke, der Hacker-Begriff ist euch wahrscheinlich bekannt. Es geht halt darum, Technologien zu verstehen, sie zu durchdringen und auf interessante, kreative Art neu zusammenzusetzen, neu zu verwenden. Und das Gleiche machen wir eben halt jetzt nicht nur mit Computercodes oder Hardware, sondern eben auch mit Biologie, also mit lebenden Zellen, mit DNA, mit Proteinen. Und ich habe ein Buch geschrieben hier, Gentechnologie für alle. Ich habe ein paar Exemplare hier, leider nicht zu viel, wer es dafür interessiert. Ich bin auch hauptberuflich Biologe und Politikberater. Ich habe den Deutschen Bundestag beraten zu den Fragen. Und es geht dann viel um Gesetzgebung in Deutschland und solche Sachen. Arbeite für das KIT. Die Website make.bio ist noch nicht fertig, aber ihr könnt auf crispr.kitchen meine aktuelle Arbeit anschauen. So, die Biohacker-Szene, die ist auch als Do-it-yourself-Biologie-Szene bekannt. Und für mich ist es eigentlich eine Form von Citizen Science. Aber Citizen Science in dem Sinne, dass das in einem emanzipatorischen Sinn, also jetzt nicht von wegen, die Bürger fragen nicht beim Wissenschaftler an, der Wissenschaftler gibt ihnen irgendwas zu tun, sie sammeln Daten und bringen die ihm zurück und haben dann mitgemacht, sondern Citizen Science in dem Sinne, dass jeder sich forschend betätigen kann und auch frei seine eigenen Ideen und Fragestellungen verfolgen kann. Es ist ein globales Phänomen, das angefangen hat in Asien eigentlich. Hier haben auch Leute aus Indonesien hier, die auch ausstellen, aus Nepal. Die haben das, bevor wir hier in Europa damit angefangen haben, schon seit Jahren betrieben. Und das ist jetzt seit 2009, 10 rum, ist das so richtig überall hochgesprossen. Auf der ganzen Welt gibt es jetzt hier Vereine, Hackerspaces, in europäischen Ländern, Wachszeit, die Hackvarium, Biotinkering e.V. in Berlin, das ist mein Verein. Und eine ganze Reihe an Organisationen, die teilweise öffentliche Gemeinschaftslabors anbieten oder auch einfach nur Webseiten, wo Projekte vorgestellt werden oder Events, Formate etc. Da gibt es zwei große globale Netzwerke. Das ist einmal Hackteria.org, die hier auch hier ausstellen, und die Do-it-yourself-Biologie-Webseite. Das hier ist mehr so auf Open-Source Biological Art und Generic Lab Equipment fokussiert, also es hat eher so einen künstlerischen, kreativen Ansatz. Das andere ist so ein bisschen businessmäßiger ausgelegt. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an Sekundärverwertern, irgendwie die also Kunstorganisationen, Kunsthäuser stellen oft die Arbeiten aus. Startup-Unternehmen, die sich bilden, hier Unternehmertum in München beispielsweise, die dann Leute aus diesen Kreativnetzwerken rekrutieren und dann irgendwelche Businesskonzepte darauf aufbauen. So, Gentechnologie für alle, jetzt ernsthaft. Wir haben de facto eigentlich eine Wissenschaftsprohibition, zumindest in Deutschland, auch generell in Europa. Wir haben eine extreme Institutionalisierung der ganzen Forschung. Wir haben verschlossene Märkte. Man kann, wenn man anfangen will, mit diesen Experimenten das Material nicht einkaufen als Privatbürger. Das ist also fast nicht zu bekommen. Es gibt gleichzeitig eine riesige Tendenz zur Monopolisierung, Monsanto und Konsorten. Und wir haben eine sehr restriktive Gesetzgebung, die weitgehend veraltet ist. Und unser Ansatz ist eben, dass diese verkrusteten Strukturen aufzubrechen und mal neue Akteure an dieses Feld ranzuführen, zum Beispiel die Künstler oder Maker und so weiter, die da unvoreingenommen rangehen und einfach mal was Neues, was Sinnvolles mitmachen und jenseits von diesen Grabenkämpfen, die da politisch ausgefochten werden zwischen Ökolobby und Industrie und so weiter, einfach mal was Neues, Sinnvolles damit anzufangen. Do-it-yourself, Open Biology folgt dem üblichen Kanon der ganzen Open-Bewegung, also Open Knowledge, Open Tools, Open Organizations, Ethics and Responsibility, also es geht auch darum, eine persönliche Verpflichtung, Verantwortung zu übernehmen, wenn man sich damit beschäftigt, mit dem Ziel, dass es halt zu einer besseren Regulierung, sinnvolleren Technologieentwicklung, Fairtrade und Profitverteilung kommt und Kulturaustausch passiert. Und also ich muss sagen, das funktioniert eigentlich recht gut, weil man eben so eine gewisse Verbindlichkeit hat. Also mit den Leuten, mit denen man arbeitet, gibt es
einfach eine direkte Verknüpfung. So, wenn ich jetzt einen Workshop mache, dann kommt ihr dahin. Wir machen das zusammen. Ich kann euch erklären, worum es geht, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Und man hat einen direkten Bezug dazu. Man geht nicht nur in den Supermarkt und kauft irgendwas ein, hat eigentlich keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist und was es damit auf sich hat. Aber das ist ja generell eigentlich so der Ethos der Szene. So, irgendwie ist es ein bisschen pixelig hier. Ups. Okay, also das ist keine moderne Kunst, das ist einfach nur verpixelt. Wir haben viele Hackathons gemacht in den letzten Jahren. Beispielsweise hier einer in Helsinki, wo wir es gibt zwei Gentechnologielabors auf der Welt, die nur für Künstler da sind. Und da wurden wir eingeladen, in Helsinki in diesem Gentech-Labor Workshop-Session zu machen, eine Woche lang. Und wir haben Bakterien umprogrammiert genetisch und Tabakpflanzen modifiziert und die ganzen Tools, die man halt so in den Molekularbiologie-Labors sonst nur anwenden kann, haben wir halt mal in die Finger genommen und damit rumgespielt. Und das ist eigentlich erstaunlich einfach. Also die meisten Leute hatten bis zu dem Tag, als wir angefangen haben, noch nie was damit zu tun. Und in einer Woche hatten wir dann fluoreszierende Tabakpflanzen da rumstehen. Wir haben viele Workshops und Konferenzformate gehabt in den letzten Jahren, auch über mein Institut, KIT, im Sin Energy Programm. Hier ein Bild von Napoli in Italien, in den Bergen, wo wir uns mit Laborautomationstechnik und also Lab-on-a-Chip-Technologie befasst haben. Und der Frage des Zugangs. Und da gibt es diese Serie zu Biocommons. Es ist die Idee des Open Source, der Share-alike, also des Copylefts, in die Biologie reinzubringen. Weil bisher gibt es eigentlich nur Patentrecht in der Biologie, mit dem man irgendwie Innovationen finanzieren kann oder überhaupt Innovationen rechtlich umsetzen kann in dem Bereich. Und da sind wir gerade dran, das zu ändern. Und wir haben jetzt gerade ganz aktuell eine neue Lizenz eingeführt, eine Copyleft-Lizenz. Das ist ein normaler Handelsvertrag, mit der man dann biologisches Material weiter verteilen kann, eben unter den Bedingungen, dass es offen bleibt und so weiter. Das ist auf meiner Vereinsseite biotinkering.org zu finden. So, wir machen aber nicht nur Laberveranstaltungen, wir machen auch viel Bastelsessions. Wir haben eine ganze Reihe von Laborgeräten entwickelt. Ein paar sind auch hier ausgestellt, gerade da vorne in unserem Stand. Hier ist ein Bild, das wird der Urs Gaudenz, der kommt dann nach mir, glaube ich, oder zwei Sprecher nach mir, dran bestimmt nochmal im Detail erläutern. Ich habe an ein paar von den Geräten ein bisschen mitgewirkt. Das hier ist zum Beispiel ein Thermocycler, damit kann man DNA kopieren und auch sichtbar machen, hier mit dem Gerät, das hier im Hintergrund zu sehen ist. Das ist eine Zentrifuge, die aus einer Hard Drive gebaut wurde. Das ist ein Webcam-Mikroskop, das gibt es auch zu sehen vorne. Inkubatoren und solche Sachen, was man halt alles braucht, um mit Biologie zu bearbeiten. Weil dieses Zeug, das kostet bisher, wenn man in Molekularbiologie in der Uni einrichten will, ab 100.000 Euro aufwärts für die gesamte Ausstattung. Und wir haben das jetzt runtergebracht auf, mit 5.000 Euro ist man gut dabei. Und wir wollen es noch weiter runterbringen, also wir wollen es unter die 1.000 schaffen, in den Materialkosten, also in den Initialkosten, die man braucht, um mit dieser Technologie, mit diesem Wissen zu arbeiten. Weil, wie gesagt, bisher ist das alles weggesperrt, es ist nicht zugänglich. Also man hat keinen Zugang. Ich habe das studiert, ich war sogar schon auf einem biotechnologischen Gymnasium, mit 16 meine erste Gentechnikversuche gemacht. Und jetzt, 15 Jahre später, darf ich es immer noch nicht machen und es ist immer noch nicht zugänglich. Und dann habe ich halt angefangen, das alles selber zu machen, weil es einfach kein Zustand ist. Also die Technologie ist jetzt wirklich auch schon ausgereift. Das Argument, man weiß nicht, was man tut, das zieht einfach nicht mehr. Man hat es einfach jetzt seit 30 Jahren erprobt und es ist nichts passiert bisher. In diesem Gedanken kann man mal zurückschauen, wie das bei den Computern aussah. Und wir hatten Konrad Zuse, der hat hier seinen ersten Computer, den Z2 oder Z3, glaube ich, ist das hier das Modell im Bild, 42 gebaut. Zuerst im Wohnzimmer seiner Eltern, hat das gesamte Wohnzimmer umgebaut zum Computer. Mittlerweile sehen die Dinger halt so aus, ne? Und wir haben die in den Hosentaschen. Früher sind Institute um Computer drumherum gebaut worden. Also man hat ganze Häuser errichtet, um einen Computer zu beherbergen.
Und genauso ist es heute in den Biolabors. Man baut ein ganzes Institut, damit da ein Biolabor drin ist. Und dieselbe Perspektivwechsel, den erwarten wir jetzt eben auch in der Biologie, dass wir vom zentralisierten, high-end, super teuer weggeschlossenen System, wo Leute in weißen Kitteln rumrennen, das haben die ja früher bei Computern so gemacht. In der Biologie ist es heute auch so. Der hat jetzt zwar keinen an, aber eigentlich müsste er ihn tragen. Eben zu was kommen, was analog ist zu dem Smartphone hier. Und nur mal so als Gedankenanstoß, wir haben eigentlich auch ein Moore's Law für die Biologie. Und zwar kann man hier logarithmisch aufgetragen Experimente pro Wissenschaftler und Tag sehen. Also das ist eine exponentielle Skala. Hier unten ist die Zeit. Also von 2009, 12, 15, 18, 21, 24, also relativ kurzer Zeitraum, kommen wir von manueller Arbeit mit Pipetten, wo man einfach noch mit dem Daumen drauf rumdrücken muss, also wirklich Handarbeit, zu Laborrobotern, die automatisch pipettieren, aber immer noch dieselbe Bewegung ausführen. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn man sich die Fußballroboter von heute anguckt, wie die Fußball spielen. Also das ist halt im Vergleich zu Profifußballern halt lächerlich, ne, wie sie sich bewegen. Maschinen machen dann Sinn, wenn man einen neuen technischen Standard einführt, an den Menschen nicht mehr rankommen. Wenn man eine Maschine dazu baut, das nachzumachen, was der Mensch macht, dann macht sie eigentlich meiner Meinung nach keinen großen Sinn. Und das ist jetzt hier diese Lab-on-a-Chip-Technik, da haben wir auch was ausgestellt vorne. Damit kann man automatisch in Mikrofluidik, heißt das, Tropfen bewegen. Also wirklich in ganz kleinen Volumina am Computer programmiert die Reaktionen ausführen lassen. Das sind jetzt kleine Kistchen, die in der Größenordnung hier sind. Noch nicht ganz ausgereift, aber das wird noch weiter miniaturisiert werden. Dann wird es in so Chips, so Chip-Formaten kommen, die dann immer kleiner werden und immer billiger werden und auch immer mehr Funktionen ausführen können. Und dann wird es so eine Art Internet der Dinge für biologische Materialien geben. Und wenn man diese Technik mal hat, also diese ganze Lab-on-a-Chip-Geschichte im Smartphone integriert, dann kann man eben auch viele interessante Sachen machen. Man könnte beispielsweise mit dem Smartphone sein Mikrobiom ausmessen. Also Mikrobiom ist die Gesamtheit aller Mikroben, aller Einzeller oder Kleinstlebewesen, die auf mir drauf leben oder in mir drin leben. Wenn ich jetzt eine Magenverstimmung habe, dann könnte ich beispielsweise eine Probe nehmen, also eine Speichelprobe oder sowas untersuchen, schauen, okay, was habe ich da für eine Störung, was wächst da, was da nicht wachsen soll. Könnte das direkt dann vor Ort auswerten innerhalb von ein paar Minuten. Dann mit bioinformatischen Tools eine Diagnostik darauf entwickeln. Weiß ich, okay, so sieht es dann aus, die und die Konzentration von dem und dem Material. Und dann spezifisch, um das zu kurieren, also man kann es sich vorstellen wie so eine Gärtnerarbeit, also wie wenn ich im Garten bin und ich will, dass die Tomaten wachsen, aber ich will nicht, dass das Unkraut wächst, dann hake ich das Unkraut halt weg. Also mit dieser Logik quasi rangehen und dann die, nicht wie heute, mit dem man Antibiotika draufschmeißt und einfach alles tot macht und danach noch kränker ist, als man es vorher schon war, sondern nur gezielt die schlechten Bakterien rausnocken und dann beispielsweise auf genetischer Ebene Modifikationen machen im Mikrobiom, um eben gesund zu werden. Und das dann personalisiert für jeden direkt aus dem Gerät, das man in der Hosentasche trägt. Also das ist so ein bisschen die Vision, wo das hingeht. Ja, genau, bei den BioCommons war ich vorhin schon. Wir haben jetzt hier also die Open-Source-Hardware für die Hardware-Lizenzen für die Geräte. Wir haben die Software mit den Creative Commons und ähnlichen Lizenzen. Und die BioCommons, die wir jetzt ganz neu entwickeln, für Mikroorganismen, für Pflanzen gibt es die. Auf CRISPR.kitchen findet ihr mehr Infos dazu. Ja, und in Zukunft kann jeder im Prinzip beliebig seine Natur umprogrammieren, so wie jeder auch seinen Garten anlegen kann. Und diese Werkzeuge, die ich gerade vorgestellt habe, sind für mich so ein bisschen die Gartenhaken der Zukunft. Und ich glaube daran, ich bin davon überzeugt, dass die wirklich überall auftauchen werden, dass man die wahrscheinlich irgendwann im Baumarkt kaufen kann oder in Spezialfachhandeln oder sowas. In Indonesien beispielsweise gibt es schon ein Gesetz, weil wir auch Indonesier hier haben. Das war seit 2005 ist es dort festgeschrieben, dass Gentechnologie zu Hobby, Kunst, Sport und Kultur fördern soll. Und Kommunen, die das entwickeln, also Vereine, die das entwickeln, gezielt Unterstützung vom Staat erhalten sollen, um eben das halt zu
recreational purposes oder wie man das nennen mag, also zu Unterhaltung, Bildung, Wohlfühlsachen einzusetzen. Und als ich dort war, jetzt gerade im Februar, war ich auf dem lokalen Tierhandel, das ist so ein Markt unter freiem Himmel, da sind da überall die Tiere, die Vögel und so weiter in den Käfigen und wie so ein Wochenmarkt halt für Tiere. Und da gibt es auch Aquarien-Shops und dort kann man tatsächlich schon genetisch modifizierte Zebra-Bärblinge kaufen, die dann in allen möglichen fluoreszenten Farben schimmern. Die wurden von einem Labor in Singapur vor einer Weile hergestellt und bei uns sind die streng verboten. Ich habe auch mal in Berlin, wo ich momentan wohne, im Aquariumhandel nachgefragt, ob ich die bekomme irgendwo. Und tatsächlich hatte der Händler die sogar mal im Angebot, bis er dann mitbekommen hat, dass da irgendwas nicht stimmt mit den Dingern. Und dann hat er sie wieder rausgenommen und hat gesagt, ja, ich habe die mal gehabt, aber so. Gibt's nicht mehr. So. Aber in Indonesien kann man die immer noch kaufen. Und ich denke, das ist einfach eine Realität, auf die wir uns einstellen müssen. Und die auch nicht unbedingt schlecht ist. Und meiner Ansicht nach sollte man sich Gedanken machen, was man konkret will und wie man damit umgeht, so, was da Sinnvolles zu holen ist. Hier, um das Bild nochmal zu vervollständigen, man hat die ganze genetische Information, kann man eben auslesen, online speichern, dezentral in der Cloud, keine Ahnung, dort bearbeiten, DNA schreiben, synthetisieren, die synthetisierte DNA in die Organismen einbringen und sie dann hier in dem Fall eben bunt fluoreszieren lassen. Also das ist so der prinzipielle Ablauf. Und es ist, wie gesagt, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das alles Open Source machen kann. Dass Do-it-yourself-Bio-Szene, NGOs, Akademiker und Industrie da gemeinsam dran arbeiten könnte. Diese Tools herzustellen, um die Organismen bereitzustellen und die dann wiederum für ein kleines Geld zur Verfügung zu stellen. Weil ich denke, es ist kein langfristig gehbarer Weg, dieses Wissen, diese Technologie einfach nur wegzusperren. Das wird sowieso rausdiffundieren und irgendwann verliert man die Kontrolle darüber. Deswegen meiner Meinung nach lieber, wenn er sinnvoll, mit einem pragmatischen, positiven Ansatz rangehen und das Ganze gestalten. Ich bin gerade dabei, einen Shop einzurichten. Make.bio kommt bald online in den nächsten Tagen, wo ich Bastelsets und Services anbieten will, die in Deutschland auch legal sind. Das ist wichtig, weil manche Sachen aus den USA sind nicht legal hier. Und wir arbeiten auch daran, dass wir eine Qualitätskontrolle einführen können, die man auch zu Hause umsetzen kann. Also dass man weiß, wenn man was hochzieht, irgendwelche Bakterien hochkultiviert, dass man auch weiß, okay, das sind jetzt die Bakterien, die ich haben will und nicht irgendwas anderes. Das muss man dazu hinkriegen. Ja, we have always been biohackers. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Das ist meine E-Mail. Oder jetzt direkt irgendwelche Fragen. Nachdenkliche Gesichter. Wie kann man sich diesen Schreibprozess vorstellen? Also wenn man jetzt das Genmaterial da verändern möchte, wie läuft das ab? Ist das wie wenn man einen Code schreibt? Oder? Du schreibst A, T, C, G am Computer in einem Word-Dokument und dann schickst du das als E-Mail an eine Firma, die die DNA synthetisiert und du kriegst ein kleines Reagenzglas zurück, das kann ich dir auch zeigen vorne. Da ist dann in mini winzigen Tröpfchen, also das sieht man kaum, ist das dann gelöst. Und mit diesen winzigen Tröpfchen, das gibt es dann auf die Zellen drauf und dann verändern die sich. Kann man irgendwann Krebs heilen? Krebs ist eine sehr komplizierte Krankheit. Ne? Da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, was da schief geht. Aber ich glaube eigentlich, vielleicht nicht jeden Krebs, aber ich glaube schon. Ne? Ja. Also ich meine, Krebs ist eigentlich eine Krankheit, wo der Körper, also ist keine, ich würde es fast nicht mal als Krankheit auffassen. Es ist einfach eine Fehlfunktion des Körpers, die früher oder später passieren muss, wenn du alt wirst. Jeder alte Mensch hat Krebs. Meistens sterben sie aber nur an irgendwas anderes. Also ja, das ist normal, ja. Es ist einfach Verschleiß, Fehlfunktionen, die sich ansammeln und irgendwann schlimm werden und dich dann halt, wenn es dumm läuft, halt umhauen. Aber man kann sicherlich einiges reparieren. Aber das machen wir nicht zu Hause. Ja. Wenn jemand ein Buch will, ich habe hier leider nur 4 Exemplare zu Verkauf.
Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.